Hallo Welt und willkommen zu HTML für Anfänger mit dem achten Teil der Struktur. Wir sehen uns an, was ist der Unterschied zwischen Inline- und Block-Elementen, dann den allgemeinen Aufbau einer Webseite, dann wie werden diese einzelnen Begriffe, Bereiche in HTML5 genannt und zum Schluss schauen wir uns noch den Figure-Tag an. Eine Webseite gliedert man in verschiedene Bereiche auf. Dazu schauen wir uns mal an, was der Unterschied zwischen Block und Inline ist. Macht man zum Beispiel einen normalen Paragraph, handelt es sich um ein Blockelement. Das heißt, der komplette Paragraph ist ein Block. Man könnte diesen auch div nennen. Div steht für Division und für einzelne Bereiche. Man kann hier sehen, wenn man diesen einen Hintergrund gibt, dass der komplette Bereich als Block gilt. Möchte man innerhalb eines Textes etwas formatieren, benötigt man einen Inline-Tag. Klassisch ist zum Beispiel Strong. Welcher den Text formatiert, ohne einen Zeilenumbruch zu machen. Möchte ich hier individuell sein, wie bei Div bei Blocken, gibt es hier den Begriff Span, bei dem es zu keinem Zeilenumbruch kommt. Formatiere das, dass es sichtbar ist. Hier kennt man, dieser Bereich ist jetzt markiert. Bei einem Div würde das nicht funktionieren, weil hier wieder ein Block erstellt wird. Eine Webseite besteht aus verschiedenen Bereichen. Wie hier zum Beispiel gibt es einen Header-Bereich, wo der Titel und ein Suchfeld ist. Es gibt einen Seitenbereich, wo ein Navigationsmenü ist. Und es gibt einen Main-Bereich, einen Hauptbereich. Und am Ende eine sogenannte Footer-Zeile. Früher ordnete man diese Bereiche einzelnen Divs zu. Zum Beispiel Div und die ID ist Header. Dadurch diese Elemente aber ständig vorkommen, gibt es in HTML5 eigene Tags dafür. Und das wäre eben Header für den Kopfbereich, Name der Seite zum Beispiel. Dann haben wir auf dieser Seite gesehen, gibt es einen Seitenbereich. Das wäre der Aside. In diesem Aside-Bereich ist ein Menü. Das wäre dann Nav für Navigation. Hier wird sich dann eine Liste befinden. Dann gibt es den Hauptbereich, also der Main. Und unterhalb der Seite gibt es noch den Fußbereich. Das wäre der Footer. Da hier die Navigation. Und der Hauptbereich. Das sind aber nur semantische Ausdrücke, das heißt auf der Seite selbst ergibt sich hier noch nichts wirklich, das wird dann mit CSS formatiert. Wenn wir uns eine andere Webseite ansehen, einen Blogartikel, dann sehen wir auch hier, oberhalb ist wieder der Header. Diesmal befindet sich die Navigation im Header. Wir haben den Main-Bereich. Und hier auf der Seite eine Spalte, den Aside-Bereich und am Ende wieder einen Footer. Hier kommen zwei Elemente dazu. Das heißt, diese Bereiche sehen alle gleich aus. Die werden im HTML mit dem Begriff Section definiert. Section kann auch eigenen Header und Footer haben. Klickt man hier auf einen Artikel, gibt es auch dafür einen eigenen Begriff. Und zwar sollte man dafür den Begriff Artikel verwenden. Dieser wird in HTML dann semantisch auch wirklich als Artikel erkannt. Und auch dieser kann wieder solche Bereiche haben wie Header, in dem der Name des Artikels steht,
einen Main-Bereich, wo der Text ist, und auch aus einem Footer bestehen, wo zum Beispiel Kommentare oder das Datum der Veröffentlichung ist. Um Abbildungen zu kennzeichnen, benutzt man den Begriff Figure. Und hier kann man zum Beispiel ein Bild einfügen. Und das Besondere an diesem Tag ist, dass es zusätzlich eine Beschriftung hat, die heißt Fig Caption. Das ist eine Beschriftung. Und nun erkennt HTML das Bild und fügt die Beschriftung hinzu. Das gleiche würde auch bei Tabellen funktionieren. Ja, die Tags für die Struktur einer Webseite machen jetzt optisch auf den ersten Blick nicht viel her. Aber es ist eben dann wichtig, weil sie eine semantische Bedeutung haben und später mit CSS dementsprechend formatiert werden. Wichtig ist hier zu unterscheiden zwischen Span und Div. Span ist Inline, Div ist Block und dann die einzelnen Elemente einer Webseite. Also vom Header, den Kopf, den Hauptbereich Main, den Footer, den Seitenbereich Aside. Navigation wird in Nav enthalten und Artikel speziell mit Artikel kennzeichnen. Einzelne Bereiche, was öfters vorkommen, werden mit Sections verwendet. Und es gibt noch für Abbildungen Figure, wo die Besonderheit ist, mit einer Figure Caption man diese beschriften kann.